Herzlich willkommen zum Erklärvideo zur Methodenkarte Greenscreen Video mit OBS aufnehmen. Zunächst mal müssen wir natürlich das Programm öffnen. Das tun Sie entweder über einen Link auf dem Desktop, wie bei meinem Fall, oder aber über die Suchleiste, indem Sie hier schlicht und ergreifend OBS eintippen. Das gleiche gilt auch für das Windows-Symbol. In jedem Falle müssen Sie die Programmverknüpfung anklicken, um das Programm zu starten. Das dauert einen kleinen Moment. Wenn OBS gestartet ist, sehen Sie zunächst mal nur einen schwarzen Bildschirm. Das liegt daran, dass noch keine Quellen festgelegt sind. Das tun Sie in dem Quellenfenster über das Pluszeichen. Ich möchte gerne die Kombination aus einem Videoaufnahmegerät und zwar die rückwärtige Kamera. Und wie Sie sehen, geht es um ein kleines Einhorn vor einem grünen Blatt Papier. Das ist für mich so in Ordnung. Ich klicke OK. Um ein Greenscreen-Video aufzunehmen, brauche ich noch eine zweite Grafik- oder Videoquelle. Die muss ich noch hinzufügen. Und zwar möchte ich gern ein vorgefertigtes Bild als Hintergrund einfügen. Man kann die beliebig umbenennen. Ich lasse jetzt einfach so. Und die entsprechende Bilddatei muss natürlich noch geladen werden. Ich habe sie schon auf dem Desktop abgelegt. Und zwar ist das ein Sonnenuntergang oder Aufgang auf Amrum. Um beide Quellen miteinander verbinden zu können, muss ich für eine Quelle einen Effektfilter anlegen. Und zwar den sogenannten Chroma Key Filter. In meinem Fall ist es das Videoaufnahmegerät, für den ich diesen Filter aktivieren möchte. Ich markiere also Videoaufnahmegerät, gehe auf Filter und drücke hier im Bereich Effektfilter auf den Plus-Button und aktiviere hier Chroma Key. Auch den kann ich umbenennen, ich lasse es, mache es nicht, aber er muss noch eingestellt werden. Hier kann ich die Grundfarbe des Hintergrundes bestimmen, in diesem Falle grün, und diverse Parameter einstellen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass von der Grundfarbe noch ein kleines bisschen zu sehen sein soll, damit die Deckung nachher einigermaßen überzeugend ist. Ich schiebe sie noch ein bisschen nach rechts. Das kann man übrigens auch im Nachhinein noch gut ändern. Damit der Effekt tatsächlich zum Tragen kommen kann, muss die Quelle mit dem Effektfilter an erster Stelle stehen. Die können Sie hier nach oben schieben. Und siehe da, mein kleines Einhorn, ich tippe es mal ein bisschen an, damit man auch den Videoeffekt ein bisschen besser mitbekommt, befindet sich nun vor dem Sonnenauf- oder Untergang auf Amrum. Bin jetzt zufrieden mit dem Ergebnis, das geht natürlich im Detail noch ein bisschen besser, und möchte die Aufnahme beginnen. Dazu habe ich hier im Steuerungsfenster rechts unten den Button Aufnahme starten. Das tue ich. Und habe nun ein Video meines Einhorns am Strand auf Amrum. Standardmäßig werden die Videos als MKV-Dateien in OBS gespeichert. Um sie allerdings mit den gängigen Abspielgeräten abspielen zu können, empfiehlt es sich, die Aufnahmen vorher zu remuxen. Hierzu muss einfach der Button Aufnahme remuxen gedrückt werden. Diesen Button findet man unter dem Reiter Datei. Und dort gibt es einen Eintrag Aufnahmen remuxen. Ich muss mir die entsprechende Aufnahme noch suchen. Standardmäßig werden die im Videoordner abgelegt und kann dann im Feld Zieldatei sowohl den Namen als auch den Speicherort der Zieldatei bestimmen. Ich bin jetzt einverstanden mit dem, wie es da steht und klicke auf den Button Remuxen. Und das war es dann auch schon. Sollten Sie weitergehende Ambitionen in der Benutzung von OBS haben, gibt es im Steuerungsmenü den Button Einstellungen und hier können weitergehende Einstellungen vorgenommen werden, wenn zum Beispiel verschiedene Tonquellen auf unterschiedlichen Tonspuren aufgenommen werden sollen, was besonders für die Nachbearbeitung wichtig sein könnte. Bevor Sie jedoch die Einstellungen verändern, sollten Sie vorher unbedingt das Internet konsultieren über die verschiedenen Einstellungsoptionen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.